Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahme von 7 Days to Die. Und mit mir zusammen spielt der Shira, Servus. auch genannt Andy. Und wir wollen ein wenig 7 Days spielen und ein bisschen uns die Zeit vertreiben, bis die Alpha 17 kommt. Das heißt, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und wir wollen halt so nicht so jetzt ganz groß aufbauen wie früher immer, sondern wir wollen einfach mal ein bisschen erkunden und das, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben, in der großen 00-Stadt wollen wir hier spielen, ein bisschen was erleben. Und dementsprechend haben wir uns ein paar Skills gegeben. Der Shira ist der Miner und der Sniper und hat dementsprechend auch einen Bauhelm und seine Klamotten an und ist dann dementsprechend auch der Butler, der sich hier irgendwo eine Mine buddeln wird. Und ich bin eher der Nahkampfexperte, beziehungsweise derjenige, der auf Erkundung geht und looten geht. Und diese Rollenverteilung hatten wir früher schon immer, nur jetzt auch in Skills. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich bin jetzt der Bauer, in dem Sinne von Gunsmithing und Weaponsmithing, und er macht die Tools. Ich bin der so schnell craften kann, der Fixer, der repariert, der halt auch sehr viel Ausdauer hat. Und natürlich auch mit Nahkampfwaffen, wie in dem Fall mit der Machete kämpft. Ich bin ein Munitionshersteller und kann mich ein bisschen mit Scavenging und Looten aus. So, und der Shira ist eher der Miner, der halt auch besser buddeln kann. So, deswegen Miner 69 und Mining Tools, Mining Tools, doch, ja. Ja, und wir haben uns ein bisschen was zu essen gegeben, aber das Hauptthema wird Essen und Trinken sein, denn ich habe die Kiste jetzt nicht voll gemacht. Wir müssen ja auch irgendwie was tun und suchen. Und wir sind hier in der 00-Stadt und dementsprechend wollen wir auch in der 00-Stadt uns ein wenig die Zeit vertreiben. So, was sagst du dazu? Ja. Tja, also wir spielen jetzt einfach mal so eine halbe Stunden Folgen. Heute wird so zwei, drei Folgen aufgenommen werden und dann muss ich nämlich zum Stream. Ah, Und was streamst du vielleicht heute? 7 Days. 7 Days da schon. The Division. Ich habe hier Ah. unten auch noch nicht im Haus gelootet, ne? Das ist hier Okay. quasi noch fast ungelootet. So, ich bin Instant Looter. Das ist nicht wundern. Ich habe hier diesen einen Skill, der kein Loot Dings hat. Okay. Ja, weil wir halt einfach nur ein bisschen erkunden gehen wollen. Ich möchte jetzt hier nicht ewig looten gehen, sondern ich möchte halt erkunden. Und das, was ich noch nicht in der Alpha 17 gesehen habe, doch mal gerne sehen, nämlich die Hochhäuser. Da war ich nicht wirklich drin. Ah, okay. Ja, und diese Dungeons machen und so weiter. Und deswegen ist bei mir kein Loot-Timer, bei dem Shira schon. Weil er ist halt nur meiner. Ja. Ja, und deswegen machen wir das ein bisschen. Wenn es euch gefällt, natürlich gerne ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben, ne? Aber Hauptsache, wir haben Spaß. Also ihr müsst nicht, aber ihr könnt. So, achso, die Tür ist offen, guck mal. Okay. So, ein bisschen Loot-Timer habe ich. Je nachdem, wie groß die Loot-Container sind. Autos haben einen Loot-Timer, aber dann geht's schnell. Aber, ja, das sieht man mal, dass ich nicht ganz cheate. So, wollen wir in das Hochhaus? Moment, ich komme gerade runter. Ja. Das Hochhaus ist da in die Richtung. Ist natürlich völlig hier vernebelt, weil es die 00-Stadt ist, aber. Die Kirche. Ja, Nester müssen wir uns selber suchen, also Pfeil und Bogen. Wir haben jetzt ein bisschen Munition, also im Prinzip soll es so darstellen, dass wir jetzt hier so ein paar Ex-Soldaten sind, ja, die sich halt hier um die, ja, in dieser verlorenen Welt wiederfinden. Ja, jetzt hat es mich erwischt. Jetzt berede ich. Weil das mit dem Nahkampf. Naja, ist nicht ohne.
Ist die Marine hat keine hohe Reichweite. So. Der Schere kommt bestimmt gleich nach. Ja, ja. Wie gesagt, wir müssen uns immer noch um Essen kümmern, weil das Essen geht irgendwann aus. Trinken haben wir natürlich genug. Also Wasser, ne? Mhm. Weil möchte ja hier nicht unbedingt verdursten in der Wüste hier. Steine und Ressourcen haben wir keine, das heißt, wir müssen uns alles suchen. Das macht aber der Miner, ne? Jo. Ich bin für den anderen Scheiß zuständig. Den ganzen Schrott, den man sonst nicht braucht. Hm. Genau, also looten. Oh, ich würde sagen, wir gehen mal ins Hochhaus. Komm hier hoch. Yep. Das hier ist das Hotel, da müssen wir jetzt nicht unbedingt rein, aber... Ja, natürlich. Mein Charakter verfehlt gerne den Gegner. Da daneben, das Hochhaus da. Okay. So. Ja, es ändert sich ja so ein bisschen was im Juli. Gibt es dann die experimentelle Version, die werden wir auf jeden Fall spielen. Definitiv. Und natürlich wieder anspielen für euch und auch für uns, weil das wird einiges geändert werden. Aber auch da machen wir am Anfang so, dass wir das Auto uns holen und natürlich ein paar Werkzeuge und ein paar Waffen, weil wir erstmal die Welt erkunden wollen, bevor wir halt mit der experimentellen Version kannst sonst nicht so viel machen. Ihr wisst ja, bis man was gemacht hat, dann ist das Spiel vorbei, weil wir eine Alpha release. Und dementsprechend wollen wir natürlich die ganze Sache etwas ruhiger angehen und nicht wie in der Alpha 17 in der experimentellen, wo wir dann angefangen haben erstmal zu bauen, weil, wie gesagt, man muss die meisten zurücksetzen, die Welt, wenn eine neue experimentelle Version kommt, und dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn mehr. Und deswegen wollen wir da erstmal erkunden gehen. So. Gut. Hier, du bist unser Miner, ne? Mhm. Hier. Gibt's warte mal. Aufgänge, die du aufschlagen musst, denn ich bin da... Okay, auch ewig. Wo bist denn du? Oh, da. Okay. Du hast eine Lampe, ich nicht. Guck mal, wie gut das geht. Okay, ich muss aber nur nach der ersten Folge muss ich irgendwann mal kurz meine Einstellungen nachgehen. Ja. Das leckt tatsächlich bei mir. Oh, du streamst nicht, oder? Nee, nee. Wenn ihr die Taschenlampe findet, die brauche ich. Ich habe zwar so Militärausrüstung, aber eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Nee. Warte mal, das nehmen wir mit. Hier sind Zombies! Irgendwo. Echt? Okay, hier die Tür. Da muss rein. Ja, wir haben uns so eine spezielle Steinaxt geholt. Die kann man eigentlich nicht... Die kann man finden, aber das ist halt sehr, sehr selten. Und wir fanden, die ist eigentlich ganz cool. So als Allround-Tool. Da hat sich ein Zombie unter anderem Zombie versteckt. Okay. Was zum Looten? Nö. Okay. Die kann ich nachher aufschlagen. Ah, das sind auch noch Lederbänke. Wie gesagt, an Ressourcen fehlt es uns komplett. Wir haben keine Steine, wir haben kein Holz, wir haben nichts.
Aber wir wollten es halt nicht zu einfach machen. Wir wollen ja ein bisschen looten gehen und Material beschaffen. So ist ja nicht. So, wir müssen noch eine Etage höher, ne? Mhm. Warte, ich nehme nur die Bänke mit hier. Jo, jo, jo. Vorsicht, rechts neben dir. Den? Ja, genau. Tja, Mietmul kann da noch was lernen. Wenn ich so eine Demo machen würde, würde ich mich auch komplett hoch machen auf Shotgun. Ne? So. Essen und Trinken wäre natürlich nicht so schlecht. Hat die hinten die Küche hast du noch nicht gelootet, oder? Ich war da zwar drin, aber da gab's nicht viel. Ah, okay. Gut. Gehen wir zum Aufgang zurück. Ich würde ja gerne Fahrstuhl fahren. Mhm. Das ewige Laufen, ey. Da arbeitet auf jeden Fall ein Zombie schon für uns. Irgendwo. Hallo, ist da jemand drin? Hallöchen. Jemand da? Nö. Guck mal, da ist ein Safe. Mhm, schon dabei. Ein Bierchen habe ich. Ein Bierchen. Hier links kannst du uns mal durchbuddeln. Die Sicherheitstür. Ah, yep. Ich halte die Stellung. Er hat keinen Kopf mehr. Kopfloser Zombie. Jo. So, dale. Hier gibt's ja gar nichts in der Küche. Alles schon, alle die Bosse weggefressen hier. Guck mal, die Brille. Okay. In Rock. Mhm, alles klar. Also ich muss sagen, die Schreibtische sind nicht sehr naja. Stabil.
Nö. Ein Schuss und der Stich ist zusammengefallen. Ja, wie gesagt, wir wollen ein bisschen erkunden und Sachen machen und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen einfach mal looten. So. Looten, das machen wir eh immer am liebsten und ich muss unbedingt das Spiel etwas heller machen, das ist viel zu dunkel. So, 115 sollte reichen. So. Ab, ja. Hey, ich habe ein Loch gefunden. Und einen Topf. Noch einen Topf. Oh! Und Kacke. Juhu! Hochbauen. Drin. Ein Müllheimer auf einem Schreibtisch, auch gut. Da ist was zum Lesen. Okay. Oben ist irgendwas Böses. Wo gibt es einen Fahrstuhl? Ja, dann rechts machst mal die auf. Oh, hier ist ein Minibike für dich. Hm. Also ein Buch. Mhm. Ein Lederduster. Ach du Scheiße. Oh, eine Pistole. Und ein Cowboy-Hut. Wie war das? F8, glaube ich, oder? Nein, F7. Eine Pistole. Der lila Pistole. Oh, zum 9mm Zeug? Ja, ja. Da habe ich nur eine gelbe bis jetzt gefunden. Koffeesieds, okay. Plastik brauche ich jetzt nicht so. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Hm? Lol. Was? Ah, nö. Nee. Jetzt habe ich die zweite Türe aufgemacht. Weißt du, was dahinter war? Hm? Stahlbetonblock. Ja, geil. Jetzt schlage ich den Stahlbetonblock weg. Hallo Zombie. Herr Zombie, Herr Zombie, ich habe ein Geschenk für Sie. Was denn? Eine Kugel. Ja, noch eine Pistole. Oh Gott.
Oh, eine Taschenlampe. Sehr schön. Ah, kann ich nicht dran bauen? Ich habe das Buch der Shotgun nicht. Na gut. Gehen wir weiter. Ich habe noch ein bisschen was zu looten, ne? Mhm. Schade. Jo. Manchmal ist da was drin. Gut, dann lass mal noch eine Etage höher gehen. Mhm, warte, ich mach gleich die Türe auf. Schon geil, wenn man so einen Miner dabei hat. Ah, hier kam ich schon raus. Hier war ich schon. Ah, okay. Guck mal, da oben zwei Pflanzen. Warte mal, du bist das hier. Okay. Guck mal, hier sieht aus wie Lüftungsschacht da oben. Ja, das ist hier oben auch. Ach, schöne Räume, ne? Mhm. Sieht cool aus. Na gut, dann hier lang. Hier ist noch eine Tür. Achso, ich komme zu dir rüber. Diese Sicherheitstüren immer. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Mhm. Der Treppenaufgang. Was da bist du? Okay. Also wir werden nochmal aufs Dach gehen und dann müssen wir die Folge schön beenden. So schnell geht das. Echt? Ja, wir sind schon bei 23 Minuten. So schnell geht das. So. Oh, Chemikdepot. Chemikaliendepot. Ganz weiter oben. Ah. Sieht geil aus hier. Coole Scheiße. Komm mal bitte her. Was? Wo bist du denn? Ach da. Komm mal mit. Jo. Oh, Zombies. Hinter dem... Guck mal. Da. Kannst du das Fenster kaputt machen? Jo, kann ich. Das leckt ein wenig. Also so kaputt man das durch kann. Ach so, ja, freilich. Hätte ja oben gereicht. Ja, mach ich eh. Oben sind nur 3000, unten 12.000. Stabiles Glas.
Ja. Da ist ein Diamant drin. Kannst du ihn mitnehmen? Der Sniper ist da auch drin. Ja, klar. Draufgegangen, gell? Ah, ne, da bist du. Boah. Sieht einfach nur geil aus. Definitiv. Oh, hier. Was? Ah. So, da kommen jetzt solche raus. Das ist lecker. Ja. Oh, das ist eine Tasche. Aber da ist nichts drin. Nichts. Machen wir weiter. Oh, hallo. Oh, die hat Stahlschaufeln. Da kann ich nicht zugreifen drauf. Nee, ist noch nicht offen. Ach so. Oh, da ist ein Sniper drin, der lila. Ne? Ich hätte eine Iron Helmet schon mehr entdeckt. Kannst du mitnehmen? Ja, freilich. Okay. Ich hab nicht geblättert. Ich bin nach oben gegangen. Einmal da ist auch noch in den Tank. Ja, aber lass uns mal nach oben gehen zum Dach, weil ich möchte gerne die Folge noch beenden. Ja, ich... 28 Minuten, schnell! Weißt du, wie viel looten kannst? Ah, da bist du, okay. Lass die Fackel in Ruhe. Oh, ich wurde betäubt. Boah, das war knapp. Machen Sie bitte auf, machen Sie bitte auf. Ich höre die Stellung, Captain. Hier. Lass mich gerade. Krass. Wir müssen echt tausende von Zombies hier sein. Ja. Jetzt brauchst du nur eine Wrench. Stell dir vor, was du hier abbauen kannst. Ja. So, einmal hier zurück. Einmal hier durch.
einmal hier rauf. Genau. 30 Minuten. Verdammt nochmal. Ich wollte Feierabend machen. Naja, die erste Folge kann etwas länger auch sein. Meinst du? Ja. Dann ist die zweite aber auch länger. Da sagt man sich dann immer, mit dem ersten Mal ging ja auch. Ja, ja. So. Okay. Toll. Ja, wunderbar. Ist eigentlich Friendly Fire an? Weiß ich nicht, warte mal. Ja. Nee, okay. Ich glaube, ich hab's ausgemacht wegen dir. Ja, gut, gut, Luis. Ja, wo ist denn das? Ja, wir sind da. Hier ist nicht geil los. Huch! Kommt gleich rote Färbels, ne? Was? Hm. Ernsthaft? Ja. Hier auf dem Landeplatz. Ich warte auf dich. Okay, komm schon. Wie komme ich denn da rauf? Einfach rumherum laufen. Hm? Hier oben ist schon, sind schon Färbel. Okay. Die Hände. Oder weg hier. Ich blute schon. Sie kommen. So. Die hat sich totgestellt. Hier ist eine Fire Axe drin, nehme ich mal mit. Ja, ja. Warte mal, da gibt's ihn noch. Er hatte Baumsamen dabei, geil. Geil. Ach, da geht's hoch. So, dann würde ich sagen, hier oben machen wir doch kurz einen Feierabend. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Falls es euch interessiert, schaltet wieder ein. Servus!